Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Heute haben wir mal zwei Tage nichts zu tun. Da bin ich eigentlich auch ziemlich froh darum, dass die zwei Tage mal ziemlich ruhig ablaufen. So, Abby ist gerade nicht da. Haben die dumm? Die Kaffeepflanze können aber mal wieder geerntet werden. Und was haben wir dann noch Schönes? Da behalten wir gerade Eddie noch drin, der Rest kann. Neue, wo es hingehört, und der Kaffee kommt ins Fass. So. Okay, gucken wir uns dann nochmal das Wetter an. Klar und sonnig vermeue und der Wahrsager, was sagt dann der? Gleich, das sind ziemlich gut ruf. Das heißt, super Zeit zum Angeln. Erinnere ich dich noch, als was du im See gespielt hast? Ja, so ein bisschen erinnert es schon, weil es Regentag ist. Ja, mit der Mini-Harfe. Habe ich mich selber ein bisschen überrascht. So, Küsschen. Und wir machen weiter. Robin ist hier am Rumwursteln. Das kann ich, ach, schon erntete Weze. Das heißt, wir könnten noch zum Pierre-Reigeher. Hier ist nichts, du ohne ist auch nichts. Okay. Die Tiere gehen natürlich auch nicht raus. Und der Napf ist nicht gefüllt, trotz Reger. Na gut. So, dann gucken wir nochmal bei der Tiererei. Hallöle. So. Entefetter mal wieder. In was für einer Qualität eigentlich? Dumm. Ah ja, in Iridium. Perfekt. Ja, da quaken sie sich mal einer. Moment. Das habe ich ja schon in der letzten Episode anscheinend in weißer Voraussicht gemacht. Woran ich mich allerdings nicht mehr erinnere, dass ich das gemacht habe. Aber. Schön und gut. Dann klappe zu. Hier ebenfalls. Die Tiere kommen hier bei so einem Wetter nicht raus. Okay, da haben wir wieder doch volle Checkpot geknackt. Und Hallöle. Ja, auf unseren Trüffel werden wir heute wahrscheinlich verzichten müssen, ne? Okay, dann hier nichts. Wie sieht's denn da aus mit deiner? Ah ja, da pulsieren schon 2 von 3. Das ist schon mal nicht verkehrt. Gut, dann machen wir hier noch auf jeden Fall die Dinger klar. Ja, im Endeffekt hätte ich es jetzt früher gewusst, das Ganze. Dann hätte ich wahrscheinlich die Bäume noch hinne verlegt, um mal ehrlich zu sein, ne? Weil so stehen sie mal ein bisschen im Weg, die Dinger, muss ich sagen. Ach, wenn es hinne transparent wird, sieht man trotzdem nicht so richtig, was dahinter noch an Felder liegt. Das finde ich nicht so schön. So, aber vorher sollte ich noch dringendst hier abernten. So. Den ganzen Krusch nochmal hole. Oh, wie Inventar voll. Das gefällt mir nicht so gut. Verflixt nochmal. Na gut, dann muss ich später nochmal hier. Das war dumm. Machen wir erstmal das durch. Dann gehen wir halt später nochmal hier. Aber erstmal muss ich um meinen Krusch loswerden. Dann muss ich auf jeden Fall heute ganz dringend zum Bergsee gehen und muss noch den Stör angeln. Das ist auf jeden Fall noch wichtig. Das heißt, erstmal mit der Siggi unterwegs. Und dann schauen wir mal. Sobald Robin hier fertig ist, kann ich auch nochmal Mühle oder so einen Auftrag geben. Wir gucken nochmal hier kurz rein. Tomate machen wir jetzt mal so. Und ich mag mal nur Annie aufheben von deiner Tomate. Weil ich möchte eigentlich noch für Robin, sofern ich das noch nicht alles voll habe. Weze heben wir erstmal in Goldqualität auf. Einen Moment. Ne, Quatsch, du ganz bestimmt nicht. Hier haben wir Silber und hier haben wir Goldweze. Perfekt. Okay, ja, okay, Robin hat ihr Geschenke schon gekriegt. Das heißt, dann kann die Tomate. Ach, fort. Nochmal kurz noch ohne, genau. Dann hier Viecher raus. Kennt man ja alle schon, ne? Hier, Müll und ansonsten haben wir nichts mehr zum Neiquetschen in die Recyclingmaschine, ne? Gut, das heißt, wir gehen jetzt nochmal dort hier, lassen uns nochmal Mayo und Coca-G machen.
So rum. Dumm, di dumm, di dumm. Dup, 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 dup. So und so. Das waren unsere Eier. Allerhopp. Dann zu der Käseproduktion. Hier. Und die Ziegenmilch muss weiter. Hier wieder rein. Und ganz fix den anderen Krusch nochmal reinschmeißen. Braucht kein Mensch. Ah, da unten ist ja noch was. Okay. So, dann kann das Ding hier, hier. Die behalten wir noch wegen der Mühle, weil ich mir noch nicht sicher bin. Die Entefetter, wo war dann die hier? Genau, dann können wir nämlich das Ding noch hier reinschmeißen. Genau, alter Falter. So, jetzt sind wir aber gerüstet. Und jetzt geht's ab zum Bergsee. Wenn wir dann endlich mal noch im Stör angeln können. Der Riffbarsch müssen wir noch irgendwo aus dem Ozean rausziehen. Ich weiß nicht, ich glaube bei Regen muss das nicht sein. Aber der Stör findet man beim Bergsee definitiv nur bei Regen. Das heißt, heute ist die Gelegenheit, dass wir das Biest uns noch angeln. Und wenn wir zurück sind, bin ich mal bestimmt auch sicher, dass wir noch ein paar Batterien parat haben. Oder zumindest, dass die Blitzableiter schon am Werk sind. So, ich glaube in meinem Probespielstand habe ich den Stör hier irgendwo in dem Eck geangelt. Also, toi toi toi, ne? Hoffen wir, dass das klappt und dass der jetzt abbeißt. Dann, ups. Da war ich etwas zu vorschnell. Mal wieder, das Vieh bleibt ja nur auf einer Stelle und zittert nur am Boden rum. Na gut, dann kommen wir raus. Ein Karpfen, okay. Weniger toll. Aber kriegen wir alles hier, hoffe ich. Weniger toll. Dum, dum, dum. Ich glaube, hier irgendwo in dem Gebiet muss es gewesen sein, wo ich das Biest gefangen habe. Aber ich weiß, dass der etwas hartnäckiger gezappelt hat am Hoker. Das wird wieder so ein Lahmarschkarpfen sein, ne? Ja. Dumm, die dumm. Dann probieren wir es doch nochmal hier. Und dann vielleicht noch von Do in die Richtung reinschmeißen. Wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Ah, der sieht ein bisschen aktiver aus. Mal gucken, was das ist. Ah, Moment. Ich möchte aber die Schatztruhe noch haben. Ja, dass es jetzt wieder so ein Schwarzbarsch oder so fußgängermäßiges Vieh ist. Schauen wir mal. Es ist ein Zwergwels. Okay. Topas haben wir auch noch zusätzlich gekriegt. Und dann probieren wir es jetzt mal von der Seite. Zwergwels. Dann brauchen wir aber auch nirgendwo fast Gemeindezentrum. Wir brauchen jetzt eigentlich nur noch Riffbarsch und... Uiuiuiui. Und Stör. Ja, das könnte da gewesen sein, der Stör. Da war ich gerade nicht drauf gefasst, um ehrlich zu sein. Das könnte aber wirklich gewesen sein. Komm schon. Nee, das ist jetzt wieder so... So was Fußgängermäßiges wie ein Karpfer. Jupp, wobei die Angler bei uns im Dorf eine ganz andere Meinung bezüglich Karpfer und fußgängermäßig Angeln zu dem Thema hätten. Bei uns fließt im Dorf oder beim Dorf ein Stück vom Altrhein entlang und bei uns im Dorf gibt es auch das Karpferfest. Das wurde initiiert, weil im 17. Jahrhundert die Bauern, denn ihr Gewässer, denn ihr Weidefläche untergegangen sind. Ja, da ist er doch, der Stör, perfekt. Und im Zuge von der Überschwemmung mussten unsere Bauern im Dorf damals die Tiere, die Rinder und so weiter an eine benachbarte Stadt, an Schifferstadt weitergeben. Und dafür, dass die Rinder aufgenommen haben, bis die Flut, das Hochwasser am Altrhein wieder vorbei war, haben sie nicht nur Bezahlung kriegt, sondern symbolisch auch der größte Karpfer im Dorf. Und deswegen wird bei uns das Karpferfest gefeiert. Moment, nicht Ozeanfische, hier Teichfische. Kriegst du Stör, bitteschön. Dafür gibt es jetzt für die Flussfische. Was gibt es denn für eine Belohnung? Es gibt ein verkleideter Dreher. Okay, erhöht die Beißrate von Fischer. Das ist gar nicht mal so verkehrt, muss ich sagen. Genau, Beißrate. Da kann das gleich mal tragen, zusammen mit dem Köder. Und uns fehlt jetzt nur noch eigentlich der Riffbarsch. Dann probieren wir doch mal, ob der Blitz zweimal einschlägt und gehen doch mal direkt zum Ozean runter.
Wäre natürlich geil, wenn das klappe wird, ne? So, schauen wir noch nach einer Daily Quest, habe ich gesagt. Der Schorsch braucht einen Eisenbacher. Aller Hopp, das können wir auch noch in Angriff nehmen. Machen wir am besten sofort. Eisenbacher für den Schorsch. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch einen Eisenbacher haben. Kupferbacher haben wir zufällig dabei, aber der Eisenbacher wahrscheinlich nicht. Ich weiß ja gar nicht, ob wir derzeit schon welchen haben. Oh, irgendwo ist anscheinend ein Baum umgekippt vor lauter Blitz. So, wenn, dann ist der Eisenbacher hier. Ja, ich habe tatsächlich noch einer. Perfekt. Also direkt ab zum Schorsch. Und da gucken wir, dass der Kasper noch sein Ding kriegt. Wir helfen ja auch gern alte Leute, ne? Ach ja. So, dann, da wohnen sie. Wenn es jetzt nicht weh ist, dann kriege ich es nie hier. Ah, da ist er. Bitte schön, Schorsch. Du hast mal gebraucht, wonach ich gefragt habe. Sieht perfekt aus. Hier ist ein bisschen was für deine Mühe. Hoffentlich 50 Cent und eine Trillerpfeife. Gucken wir doch mal. Na, 360 Gold. Das ist schon kein schlechtes Taschengeld für so einen Eisenbacher. Gut. Ach, die Pam wieder überall mit ihrem Müll. So, dann gehen wir doch mal runter. Und gucken mal, was wir jetzt da am Ozean noch kriegen. Möglicherweise haben wir ja ein klein bisschen Glück. Und finden dort einen Riffbarsch. Das Seppel hockt wieder da im Rege, der alte Emo-Fürst. Und hier haben wir jetzt auch. Gut. Alle Hopf, zeig dich, Riffbarsch. Wäre halt richtig geil, wenn wir das noch zustande kriegten. Weil, wenn wir das noch hier kriegten, dann könnten wir das Gemeindezentrum heute noch beenden. Das wäre optimal. Dann machen wir 720 Köder, dann sind wir wieder bei 60. Das ist doch nicht verkehrt. Weil bevor der Kasper jetzt auch wieder Feierabend macht, ne? Komm schon. Ja, bitte sei ein Riffbarsch. Ich sag, das sind gute, du Zappler. Und es ist ein Thunfisch. Na gut. Warum nicht? Die sind auch nicht gerade so häufig. Na, was kommt jetzt? Du zahlt sich doch der Dreher eigentlich mittlerweile richtig aus. Ich glaube aber, das ist nochmal ein Thunfisch, ne? Nach dem Verhaltensmuster. Nee, eine Rotbarber. Na gut. Ich denke, du habe ich schon verzählt zu der Rotbarber. Das verzähle ich wahrscheinlich immer, wenn ich Rotbarber sehe oder höre. Wie die Römer so fasziniert von den Fischen waren, was ich ziemlich grausam finde, um ehrlich zu sein. So, perfekt sogar. Und es ist mal wieder eine Rotbarber. So. Könnte es sein, dass ich mal demnächst auch mal wieder mal Angellevel erhöht. Komm schon. Nicht ständig eine Rotbarber. Bitte mal ein Riffbarsch. Und es ist mal wieder eine Rotbarbe. Vielleicht soll ich auch mal wirklich der Angelort wechseln, ne? Vielleicht mal ein bisschen von deren Seite angeln. Oh, der war ein bisschen härter, der Eischlag jetzt. Das ist ein Seetang. Oh, da haben wir schon gut was weggeangelt hier. 185 von 372 Energie nur noch. So, habe ich gut was weggeangelt. Ja, und ab 19.30 Uhr können wir sowieso der Hase geben, weil dann ist Nacht. Dann kommen nur noch die Nachtfische raus. Alter Falter, voll mit Rotbarbe hier. Das gibt's doch gar nicht. Komm schon. Es wird aber auch noch was anderes hier im Ozean leben als Rotbarbe. So, jetzt gucken wir erstmal, was das hier ist. Und dann ziehen wir die Rotbarbe wieder an Land, weil es wird höchstwahrscheinlich wieder Annie sei. Ajo. Und 3 Magma-Geode. Ah, nicht verkehrt. Wisst was? Wir probieren es mal ein bisschen im seichtere Gewässer aus. Vielleicht bringt es ja eher was. Dass mal hier. Ach Gott. Hier in der Grund jemand genießt vor lauter Wiescht. Alter Falter. Ich erinnere mich noch, mein Opa früher. Damals war das so, dass meine Eltern, meine Schwester und ich im ersten Stockwerk vom Haus gewohnt haben und meine Großeltern mütterlicherseits. Da ist er ja, der Riffbarsch. Na also.
Und meine Großeltern mütterlicherseits, die haben im Erdgeschoss gewohnt. Und mein Zimmer war damals relativ über dem Wohnzimmergelege von meinem Großvater unne. Und ich war einmal im Bettgelege und höre schon von unten, wie der Alarv zum Niesen nimmt. Und da hat jemand so ultra laut geniest. Da hat man so richtig gehört, so. Und dann dieses im Hintergrund. Und ich bin so verschrocken im Bett, dass ich umgekippt bin. Dann höre ich nur von oben. Ja, höre ich von unten bei mir im Zimmer, aber nur so ganz leises. Oder dass ich noch diebisch gefreht, dass ich aus meinem Bett gefallen bin. So, und jetzt machen wir mal das Gemeindezentrum endgültig vollständig komplett. Jetzt gibt es hier noch generell fürs Aquarium Entfernung des glitzernden Felsens. Das sehen wir noch, das werde ich euch vielleicht jetzt in der Episode noch zeigen. Und zusätzlich gibt es noch 5 Teleport-Totems zum Strand. Die sind ziemlich gut. Und das Gemeindezentrum ist dann. Ah, nee, noch nicht ganz. Stimmt, es war ja noch das schwarze Brett, war ja noch. Verzauberer habe ich. Der Rotkohl fehlt noch. Wenn wir hier fertig sind, kehren wir in die andere Welt zurück. Yeah! Geil. Da kommt er wieder her, gewichtelt, der Pimpf. Yeah, Stern, Stern, Stern. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Rotkohl. Und sobald das schwarze Brett erledigt ist, ist auch der Eingangsbereich vorbei. Genau. Und der Rotkohl, der ist ja in Macher. Der ist bei mir auf dem Feld. Ah, ja, geil. Sehr schön. Dann gehen wir dann nochmal direkt zum glitzernden Fels. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und vom Bergsee ist es ja eigentlich nur ein Katzensprung zurück zum Pelzerhof. Ich glaube, das muss ich aber am Tag machen, ne? Ja, auf jeden Fall, das ist der glitzernde Fels, der damit gemeint ist. Gerade mal gucken. Ja, da muss ich anscheinend wirklich am Tag hier kommen, um hier die Sequenz freizuschalten. Na gut. Ah nee, Quatsch. Natürlich, die Yuminos oder Yunimos, die müssen das ja erstmal über Nacht wegmachen. Stimmt. Stimmt. Kann ich eh erst morgen machen. Alle hopp. Dann kommt das do hier. Ein paar von den Fische sollten wir uns tatsächlich an einem aufheben, finde ich. So, warte mal. Dann haben wir ja den Tag eigentlich perfekt zum Angeln genutzt, ne? Optimal eigentlich. So. Dann ist jetzt nämlich das Aquarium endlich. Oh, da hat's Scheiße, da hat's unseren Weizen geschrotet, sehe ich. Da ist der Blitzeigschlacher, so wie es aussieht. Den Thunfisch heben wir auf. Rotbarbe würde ich fort, weil das bringt viel Geld. Topas kann weg, den mag ich wie gesagt aufheben, der Zwergwels kann weg und die zwei Karpfe heben wir einfach mal auf. Ansonsten, dumm, kommt desto hier, wo es hinkört. Die Grünalgewicht, was der Käse, der kann eigentlich auch fort. Der Totem, den legen wir mal hier. Dann die zerbrochene CDs, die können bestimmt jetzt auch noch hier verwurstelt werden. Genau. Hätte mich gewundert, wenn nicht. Weil das Zeug wird normalerweise immer relativ schnell gemacht. Ja, die heben wir uns auf für zum Knacke später noch. Also am nächsten Tag. Und die zwei Viecher, die heben wir jetzt erstmal der Helm auf. Wobei, eigentlich mag ich nur den Thunfisch direkt aufheben. Der Karpfen, den ich ganz gerne nochmal zu Sashimi verarbeite jetzt, wenn wir schon hier sind, ne? An nichte wie denne. Dimm ich das Licht und hör einfach nur zu. Oh. Ich wollte aber ein bisschen was kochen, Abby. So. Zwei Sashimi. Dann können wir das nämlich für die gute Pierre nochmal aufheben. So, das kann dann doch rein wieder. Und San Voy, dann heben wir ja auch schön auf zusammen mit der Käse. Damit wir die später in die Fässerei klatschen können. Ja, da muss ich jetzt auch nochmal hingehen kurz. Weil da ist was kaputt gegangen. Das ist halt etwas schade dort rum. Da muss ich dann morgen direkt noch bessern wieder. Muss man noch ein neues Saat dann holen. Ansonsten hat es hier irgendwo noch was erwischt. Gerade mal gucken. Nee. Dann wird es auch sehr bald Zeit, finde ich, dass unser Gedöns, sag mal, dann sage ich das, unser Blitzableiter
Batterie ausspucken. Damit ich hier noch sehr bald Laterne aufstellen kann. Hier haben wir ja mal Annie. Aber ich finde, du zum Beispiel hier in dem Mitch oder so, du gehört auf jeden Fall noch eine Laterne hingestellt. Und ich finde, ach du in dem unteren Bereich, dass hier auch nochmal Laterne hingehören. So, das sieht das so. Und hier in den Bereichen sollte man definitiv auch noch welche hinstellen. Okay. Dann bin ich immer gespannt. Rotkohl war das. Der ist kräftig am Wachsen. Das gefällt mir. Jetzt warte ich eigentlich nur noch, bis der letzte Ziegekäse fertig ist. Oh, da ist aber ordentlich was rumgeballert. Moment, ist hier irgendwo was rausgesprungen? Nee. Kein Plasterstell oder sonst was rauskupst. Oh, nee, hier. Hier hat er Schade angerichtet. Okay, also Blitze sind nicht immer nur freundliche Erscheinungen, die können auch ganz schön reinhauen. Na ja, komm schon. Komm schon. Oh, da ist tatsächlich was rausgeflogen. Das reparieren wir noch fix. So. Allmählich muss ich aber, ne? Jawohl, sehr schön. Gut, Siggi bringt mich noch zum Haus. Und dann läuft das. Dann kannst du später selber wieder hingehen in den Stall. Das kriegen wir ja wohl noch hier. Und meine Frau wart schon im Bett auf mich. Da darf ich sie dann nicht warten lassen, die gute Abigail. Also, Schlafenszeit. Die Geisterle kümmern sich jetzt um den Glitzerfels. Sehr schön. Da können wir da heute auf jeden Fall noch vorbeigucken, wenn ich mit meiner Felderarbeit fertig bin. Und wenn Robin soweit fertig ist, könnte ich da auch nochmal die Mühle oder so in Auftrag geben. Oh, ich glaube, jetzt habe ich das Zeug gar nicht geholt aus dem... Scheiße, jetzt habe ich das Zeug gar nicht mehr aus dem Gewächshaus rausgeholt. So ein Mist. Jetzt wächst das unregelmäßig. Das gefällt mir so gar nicht, wenn das Zeug... Ups, wenn das Zeug unregelmäßig wächst. So, heute ist mal wieder nix, ne? Aber Gas hat... In der nächsten Episode Geburtstag. So. Dann gucken wir nochmal in den Wetterbericht. Moje Scher und sonnig mal wieder. Aller hopp. Kind haben wir jo grad nicht. Bis zu zwei Kinder können wir doch haben. Ah, Robin ist fertig. Yeah. Das heißt, jetzt kommt der ganze Käse mal mit. Hör auf die einer zu pfeifen, du blöder Flötenblock. Und hier ist der ganze Keller voll. Der wart. Und da können wir noch weitere Reihe bauen. Sodela. Jetzt zum Woi. Hier nochmal Woi. Und da nochmal Käse. Und da sehen wir ja schon, das hat ja schon Goldqualität, ne? Bei dem Woi sehen wir es dann noch im Laufe der Zeit, dass der allmählich dann Silber, Gold und zum Schluss Iridium-Qualität haben wird. Unseren Käse heben wir jetzt so auf jeden Fall nochmal auf, weil so können wir nochmal auf höchste Qualität boxen. Fürs Gelee gilt es leider nicht. Dann hier reite mit. Abigail flötet gerade wieder. Dreimal Blaubeere. Sitzen. Okay, da können wir noch nichts. Dann 1, 2, 3. Wird es wieder Zeit. Machen wir wieder ein bisschen Gelee. Ja, ist verloren in ihrer Musik. Alles klar. Was sagt die Post? Fischer gesucht. Ich brauche gut. Ich habe gedacht, Fischer gesucht wäre. Wer der andere Typ gewesen, der Willi. Ich brauche ein gutes Exemplar von einem Kugelfisch. Ich arbeite gerade an einem Experiment zu dem Toxin vom Kugelfisch. Belohnung 1000 Gold und Demetrius will's haben. Alla hopp. Wir gucken mal, dass wir für den Kerl vernünftig arbeiten. Dass er auch noch sehr bald seinen Kugelfisch kriegt. Ach, wenn man denn dann wahrscheinlich vom Reisewagen kaufen müssen. Immer die Tiere zuerst. Nicht zuerst die Felder. So. Abby scheint sich aber schon ein bisschen um den gekümmert zu haben. Okay, sieht alles gut aus soweit. Hasepfote, merke ich, sind echt verflixt selten. Wie sieht's aus eigentlich? Die Hildi ist eigentlich tierisch glücklich. Die müsste eigentlich ein paar mehr Hasepfote fallen lassen. So. Die Endefeder ist auch mal wieder in Iridium-Qualität. Finde ich auch ziemlich geil. So. Dann zu euch.
Und der Käse, den die produzieren, der wird ab sofort runtergeworfen in die Reifefässer. So, dann können wir heute auf jeden Fall noch zu Robin gehen und können bei ihr nochmal vielleicht eine Mühle bauen lassen. Ich denke, das mache ich am besten auch jetzt. Hier ist mal wieder nichts drin. Dann mache ich das am besten wirklich jetzt. So. Ups. Erstmal machen wir das noch fertig. Ja, die werden jetzt dummerweise unregelmäßig wachsen, da oben die Tomate und die Blaubeere, weil ich die nicht mehr geerntet habe. Ich weiß, ihr als Zuschauer habt es wahrscheinlich besser im Hinterkopf gehabt, aber es ist immer wieder was anderes, das selber zu spielen als zu gucken. Und dann auch noch das Gebabbel die ganze Zeit zwischendrin lenkt ja auch gut ab. So, okay. Gudala. So, dann kümmern wir uns jetzt noch do drum, damit das noch was wird. Und dann gehen wir direkt zu Robin, würde ich sagen, wegen einer Mühle, die wir noch bauen lassen. Wobei das eigentlich jetzt auch nicht gerade so das notwendigste Gebäude ist, aber ich finde, weil es ein Let's Play ist und man einfach alles zeigen sollte, was hier möglich ist im Spiel, mache ich sowas ganz gern. In meinem Testspielstand habe ich sowas zum Beispiel nicht. Und Schleimstall, den habe ich eigentlich auch ziemlich schnell einreißen lassen, nachdem ich gemerkt habe, dass das eigentlich der absolute Käse ist. Da geht man rein, um von den Schleim auf den Deckel zu kriegen, um Schleim zu generieren und mit den Schleimeier zu machen und weitere Schleime zu züchten. Das ist etwas doof. Für so Schleimjäger-Quests kann das natürlich recht praktisch sein, um schnell an Schleime zu kommen. Aber man kann ja auch in die Mine reingehen. Wie dem auch sei. Dafür ist noch okay. Nehmen wir mit. Jetzt müsste die Sequenz starten eigentlich. Ja, sieht so aus. Okay. Was ist denn da los am Bach her? Servus, Ackermann. Es ist merkwürdig. Ich bin mir nicht sicher, was den Felsen zum Verschwinden gebracht hat. Vielleicht die rote Hose? Ja, der Fluss kommt auf jeden Fall aus der Tiefe vom Berg. Wegst? Oh, mal da. Siehst du? Da, das hier direkt vom Willi. Ach, mal da, siehst du das Glitzern im Wasser? Gott, der PC brummt aber auch ganz schön. Jo, das ist wirklich gutes Erz her. Die Strömung muss es aus dem Berg abgetragen haben. Du weißt, was das heißt, oder? Wir können mit der Erzwäsche anfangen. Ja. Ja, ich habe noch eine Erzpanne in meinem Rucksack. Nimm sie ruhig her. Sollst die Erze im Wasser glitzern sehen, kann ich die Panne benutzen und hoffentlich fündig werden. Du erhältst Kupferpfanne. Ja, super geiler Scheiß, oder? Okay, aber erst einmal, bevor wir das machen, gehen wir nämlich zu Robin. Warte mal. Die hier. Die kommt nämlich erstmal hier zu unserem Inventar mit dazu. Der Rest Krusch, der kann erstmal fortgehen. Gut, sie ist zufällig daheim. Ich guck gerade in Laderei. Todekopf-Poster. Ah, nicht schlecht. Ach, wie Spaß, Abigail wird's gefallen. Ja, Goldfeuerschale hole ich mir auch noch mal das Rezept. Und dann lassen wir es mal gut sein. Und wo ist es dann? Mühle. Stäh und Stoff und Holz. Mehl aus Weizen und Zucker aus Riebe kann ich dann machen. Allerhopp. Gut, dann machen wir doch so ein kleines Mühlchen. Wo stellen wir das Ding hier? Es sollte am besten bei den Feldern sein, finde ich. Wobei, da können wir ja eigentlich auch noch eine Mühle hier klatschen, oder? Theoretisch steht sich die Mühle hier auch nicht verkehrt machen. Da können wir hier, hier und hier, ne? Könnte man theoretisch auch wieder einen Doppelweg legen und da hätte man die Fläche auch effektiv genutzt. Das behalte ich mal im Hinterkopf, ne, dass ich da noch was Schöneres finde. Ja, theoretisch würde auch der Bereich hier funktionieren, ne? Könnte ich hier hinten dran, aber da wäre der Gastarbeiterbereich viel zu vollgestopft. Oder hier? Ach, ich weiß nicht. Das Ding geht ja auch ganz schön in die Höhe, ne?
Ich glaube einfach, weil es du abschließt. Moment, brauche ich doch wieder was? Ja, da brauche ich wieder neue Zapfhahn, sehe ich. Wisst was? Wir probieren es dort und wenn es uns da nicht gefällt von der Höhe, dann verschieben wir das Ding einfach. So, ich weiß ja nicht, Eigentlich steht es mich hier auch reizend, um ehrlich zu sein. Wisst was? Scheiß drauf, wir klatschen es da hier. Du passt das schon. Okay, sie fängt mal hier damit an. Dann gehen wir jetzt nochmal zum Glitzersee mit unserer neuen Kupferpfanne. Und schauen mal, was wir hier machen können. Hier glitzert es nirgendwo. Das sind nur überall Alge. Da sehe ich jetzt auch nichts Großartiges am Glitzern, ne? Ja, natürlich, wenn man es zeigen will, kommt immer der schöne Vorführeffekt. Sein Mist. Sein Blöder. Okay. Wird wohl so nix. Schade. Dann halt nicht. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall das Ding im Gepäck. Hier dürfte noch ein bisschen Eisenerz sein. Kommt auf jeden Fall mit. Genauso wie das Golderz kommt auch mit. Und das Stähzeugs, das kann bleiben, wo es ist. Ich möchte eigentlich jetzt gerade eher... Moment, gerade mal gucken, was da noch drin ist. Ein bisschen Lehm. Ja, dann ist der Lehm halt da. So, dann gehen wir noch zum Clinty Boy. Dann gucken wir mal, dass wir hier noch ein bisschen was loswerden können. Was haben wir da noch? Ich weiß ja nicht, was können wir da noch machen? Genau, den Kaffee, den können wir uns noch neid zwitschern, wenn irgendwas ist, ne? Ups, ich wollte hier nicht rumhacken. Ich wollte eigentlich, nein, ich wollte eigentlich meinen Kaffee noch zwirbeln. So, dann machen wir mal auf, die Geode. Okay, das haben wir sowieso schon im Inventar drin. Du ist... Huch, was ist denn das? Es ist Baryt. Und Iridiumerz. Ja, geil. Iridiumerz nehme ich immer gern. Gut, mit dem Baryt rennen wir doch natürlich sofort zum Museum hier. Und gucken, was der gute Gunther hier hat, ne? Oh, das hatten wir schon. Na gut, dann halt nicht. Ach Gott, wie er flitzt wie rosa Zeppel, der Ackermann. So, dann holen wir uns den Krusch noch. Ups, komm schon. Okay, Inventar ist voll. Na gut. Dann schmeißen wir wieder den ganzen Krusch rein, wo er hingehört. So, der do hier. Hier, 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 hier. Und so weiter. Und so fort. So, da. Okay. Gut. Hier Hämmerzeug, du Hämmerzeug. Iridiumerz. Iridiumerz haben wir zufällig. Yo, geil. Können wir doch sofort wieder einen Bache machen. Finde ich sehr geil. Ansonsten, hier kommt noch Holzreihe. Da kommen noch die Kupferbarerei. Und der Stoff können wir jetzt eigentlich auch hier parken, finde ich. Dann war hier noch was. Genau. 6 Stück kommen durch hier. Dafür klatschen wir da recht hier rein. Und in der blauen Kiste war noch Entenfeder, genau. Ja, super geil. Dann Totenkopf-Poster. Können wir bestimmt hier auch noch irgendwo schön aufhängen. So, wie wär's dann da damit? Hier. Wobei. Echt was? Das packen wir hier. Da macht es ziemlich gut, finde ich. Okay. Jetzt aber an die richtig Erwart-Nummer. Denn wir haben ja noch Feld-Erwart vor uns. Also. Dummel dich, Ackermann. Sehr schön. Ja, zu Pierre sollten wir eventuell auch noch. Wäre vielleicht auch gar nicht so die dümmste Idee. Hopf. Bevor der Kaffee nämlich noch lost und seiner Wirkung. Sollten wir eventuell wirklich nochmal rüberflitzen zum Pierre. Denn wenn der wieder zumacht, ne? Ach ja. Dann machen wir das noch schnell. So. Ah ja, das reicht gerade noch so. Also, mein lieber Chez-Pierre, da holen wir schon mal 5er, damit wir eine Nummer noch machen können und dann passt das. So, Riva haben wir sonst nicht, Rotkohl ist nein, den haben wir auch schon angepflanzt. Katalog. Eigentlich auch nicht so verkehrt. Nehmen wir auch mal den Katalog. So, da können wir nämlich eventuell nochmal irgendwann eine Episode nutzen, um unser Haus zu verschönern. Fände ich eigentlich auch nicht verkehrt. Ja. Da können wir daheim dann Böde und Tapete auswählen. Gar nicht mal so schlecht.
So. Dann also nichts wie Ham das Zeichen bringen. Dann können wir dann der Ham wo abstellen. So. Dann packen wir am besten hier direkt neben dran, weil da ist er auf jeden Fall nicht im Weg. Da können wir den ganzen Krust abkaufen. Moment. Machen wir es so in die Ecke. Da ist es besser, glaube ich. Da können wir dann die Tapete und so. Oh, das sind aber ein paar schicke Dinger dabei. Ja, das machen wir mal an einem Dach. Wenn wir aber wirklich Zeit für sowas haben. Hast du noch was zu Sarah? Oh, anscheinend verpasst, was er zu Sarah hat. Na gut, dann. Dum-di-dum-di-dum. Jede Menge Kruscht, jede Menge Kruscht. Ah. Batterie. Dann. Joink. Moment, was brauchen wir dann für die Iridium-Sprinkler? Zack, 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 zack. Wo ist er dann? Da ist er dann. Batterie, Iridium und Goldbarrer. Okay. Geben wir doch mal unser Bestes jetzt. Iridium-Barrer und Goldbarrer. Hämmer zufällig beides. Das heißt, wir machen jetzt erstmal die Iridium-Sprinkler. Sau gut, oder? Und zwar ersetzt der jetzt den Sprinkler hier. Und das Feld gießt sich ab sofort von selber, ihr liebe Leid. So, die andere Sprinkleranlage, die heben wir aber auf. Weil wir werden ja noch irgendwann unser Felder erweitern. Das heißt, wir brauchen das dann so oder so, das Zeug. So. Und dann ist auch nichts verschwendet, meiner Meinung nach, wenn wir jetzt die Qualitätssprinkler noch aufheben. So. Hier noch. Und hier noch. Und da noch. Perfekt. Ja, das wird ja richtig schön hier. Allmählich entwickelt sich das mal so, wie ich mir das vorstelle. So, dann könnte man eventuell auf die Beleuchtung erst einmal verzichten, meiner Meinung nach. Wenn wir halt jetzt erst einmal uns um die richtige Sprinkleranlage kümmern. Das wäre natürlich wichtiger. Meiner Meinung nach. Ich schätze mal, da stimmt ihr mir wahrscheinlich alle zu bei sowas. Hoffe ich doch. So. Dann gehen wir erstmal hier. Und füllen nochmal unser Gießkennel auf. So, dann machen wir nämlich das noch. Und joink. Und hier noch. Und da noch. Schä. Und hier wieder hoch. Da wieder hoch. Und die letzte Bahn. Ah, so. Ich finde, da hat sich mittlerweile ganz schön viel außenrum entwickelt hier. Das ist, sieht echt geil aus mittlerweile. So, warte mal, halte mal den Gaul ab, bevor wir das jetzt noch machen. Wir haben hier noch Käse-Ei gesagt. Das hieß den Goldkäse, den toller. Dann können wir natürlich auch schon in die Reifefässerei hauen. Und sobald die Reihe voll sind, können wir auch noch weitere Fässer produzieren. Müsste man, haben wir das Rezept eigentlich, oder? Einmach ist das ja nett. Das ist ja Reifefass, Fassfeuerschale. Da ist es doch. 20 Holz und eher Hartholz braucht das Zeug. Das heißt noch ein bisschen Hartholzsammler. Dann sind wir da auf der sicheren Spur. So, das kann eigentlich auch wieder zugemacht werden. Und hier haben wir wieder zwei Batterien. Ja, perfekt. Solange wir Iridium-Barre haben, können wir auch Super-Sprinkler-Hersteller. So. Dann hat sich das nämlich bald erledigt. Und da hat sich vor allem auch ausgezahlt, dass ich die Dinger allesamt als 24er-Felder angelegt habe, ihr liebe Leid. So. Wobei, ich könnte es ja eigentlich auch so machen, dass die zwei Dinger, eigentlich wäre es unfair, aber dann sind die als etwas abgelegenere Dinger, sind die dann schon mal selbstbewässernd. Ich denke, das wäre logistisch wertvoll. Ich bin eigentlich immer so jemand, der sagt, ja, eigentlich immer das, was zuerst da war, wird eigentlich so bewässert. Aber aus logistischen Gründen ist es eigentlich logischer, die zwei Dinger, die abseits vom Schuss sind, erst einmal selbstständig bewässert zu lassen. So, das heißt, wir machen da nochmal einer. Und bringen die zwei Iridium-Sprinkler dann gerade rüber. Machen wir das so. Genau. Weil dann ist das Ding erstmal unabhängig.
und muss nicht mehr von mir weitergegossen werden. So, die Iridium. Und hier der Iridium. So. Ja, super geil. Dann habe ich noch eine Batterie übrig. Und mit dem Iridium-Barre kriege ich das dann auch wieder hier. Und dann die, die Sache, der dritte Iridium-Sprinkler. Der kommt dann auf eins und deine Felder von deine 24er. Den packen wir vielleicht tatsächlich mal auf das ganz große Feld drauf, damit das weniger Arbeit für uns ist. Weil die anderen gehen eigentlich super von der Hand, die Dinger. Deswegen hätte ich eigentlich gesagt, der Iridium-Barre, der kommt dem zugute dann. So, ansonsten schauen wir gerade nochmal, ob wir noch ein bisschen Kruscht abgeben können. Das heißt, hier die Mayo muss rein, die Saat, die bleibt erstmal bei uns. Der Stoff haben wir, glaube ich, hier rein verbannt, genau. Den lassen wir erstmal da, wo es hier gehört. Der Honig, wo hatten wir denn dann? Honig. Nee, hier nicht. Wo hat man dann den Honig? Na egal. Ab sofort ist er hier drin. So, hier habe ich noch irgendwas gesehen, was dann passt. Genau, Silvan, die Entefeder. So. Die kommt gleich mal durch rein. Okay, sehr schön. Also NY oder so sollte man noch als Geschenk parat haben, finde ich. Aber ansonsten passt es eigentlich ganz gut. Dann packe ich jetzt gerade die Iridium-Sprinkler hier ein bisschen rein. Uns fehlt es definitiv an Beleuchtung, finde ich. Das Haus braucht dringendst mehr Beleuchtung, mehr Lampe und sowas. Ich kann sowas dann zufällig herstellen, oder? Eine Fackeln möchte ich jetzt eigentlich auch gerne ins Haus reinbringen. Das sieht auch hässlich aus im Haus. Aber ich bin eigentlich dafür. So Goldfeuerschale. Ach Gott, das sieht ja schon ziemlich edel aus, das ganze Stammfeuerschale, Fassfeuerschale. Goldbare Kohle und Fasern, wisst was? Wir probieren es mal aus. Wir probieren es einfach mal aus, ob man das ins Haus stellen kann. Goldbare Kohle und Fasern waren es 5 Stück, ne? Probieren wir einfach mal so Dingens aus. Wie sich das Teil einfach mal im Haus macht und ob das überhaupt dort geht im Haus. Gucken wir doch gerade mal. Wollen wir das hier hinstellen? Okay. Ah, cool. Ja, das ist schon ziemlich episch. Das ist ziemlich episch. Okay, wisst was? Hier. Dann wird das Eckel beleuchtet. Ne? Nicht so schön. Wir könnten es vielleicht beim Schlafzimmer irgendwo noch unterbringen, finde ich. Wobei das eigentlich eher Dinger sind, die rauskören, meiner Meinung nach. Ne? Offenes Feuer. Aber geil sieht das schon aus. Das gefällt mir. Das gefällt mir echt ziemlich gut. Wisst was? Die Goldfeuerschale, die können wir hier schön benutzen, um den ganzen Bereich hier zu beleuchten. Das gefällt mir hier in dem Bereich unglaublich gut. Da behalten wir's. So. Das passt auch schön zu dem Thema hier, zu dem ganzen Verhüttungsthema passt das super. Deswegen finde ich, da ist es am besten auf Cover. Okay. Na gut, das will wohl anscheinend nicht. Heute mehr. Deswegen die Sache hier, liebe Leute. Ich mache hier meinen Cut und wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig, wo dann der gute Gast am zweiten Tag Geburtstag hat. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Euer Yankee.